Hey Leute, Techniker hier. Es ist endlich soweit. Lian Li, die super heiß geliebten Streamer-Kabel, 24-Pin ATX, 888-Pin. Nvidia macht auf einmal einen 16-Pin High-Power-Anschluss und jeder wünscht sich nur noch dieses Lian Li Streamer Plus Kabel in 16-Pin High-Power. Heute ist ein großartiger Tag, denn Lian Li stellt diese Produkte zur Verfügung. Es gibt aber so einiges zu beachten. Es gibt drei unterschiedliche Kabel. Welches brauche ich denn jetzt? 16-Pin auf 16-Pin oder 3x8-Pin auf 16-Pin? Alles ein bisschen verwirrend, aber heute werden wir da ein bisschen Durchblick schaffen und uns natürlich die super geilen Effekte auf diesen super wahnsinnig geil konzipierten Kabel auch nochmal genauer ansehen. Das Ganze machen wir jetzt gemeinsam. Los geht's! Endlich ist es da, das 16-Pin High-Power-Kabel von Lian Li als Streamer oder Streamer, wie man auch immer es aussprechen möchte, in super korrekten American English oder in super eingedeutschen Deutsch. Ich bevorzuge die super deutsche Variante Lian Li Streamer. Nein, Lian Li Streamer Plus, auch noch mit gerolltem R, wie so ein komischer Italiener. Lian Li Streamer ist ein Kabel, was uns alle begeistert hat hier in der RGB-Community. Begeistert wahnsinnig viele Leute da draußen. 16-Pin war problematisch seitens Nvidia oder vom User, ihr kennt ja die ganze Problematik mit abfackelnden Kabel und. Lian Li hat sich hier etwas zurückgezogen, deswegen auch erst der Release jetzt von diesem Lian Li Streamer Plus Kabel. In dieser 16-Pin-Variante, denn hier mussten auf jeden Fall Vorkehrungen getroffen werden, damit nicht euer Kabel oder eure Grafikkarte abbraucht. Und Lian Li hat sich diese Zeit gegeben, das Ganze finde ich sehr löblich und nicht einfach irgendein Beta-Alpha-Produkt irgendwie auf den Markt geworfen, sondern hier wirklich ordentlich drüber nachgedacht. Viele Leute werden sich jetzt natürlich fragen, wie haben die das jetzt gelöst mit dem RGB? Das 16-Pin High-Power-Kabel ist ja eigentlich nur so breit. Wo ist das RGB hin? Wie sieht das Ganze aus? In der Tat ist es ein bisschen seltsam gelöst, also eigentlich cool gelöst, aber seltsam zum Begreifen, sage ich mal. Es gibt drei Versionen von diesen Lian Li Streamer. Wir haben einmal eine Version, die von 12 plus 4 Pin, also 16 Pin, auf 12 plus 4 Pin, 16 Pin direkt geht. Sprich, wenn ihr ein Netzteil habt, was von 16 Pin High Power, also ATX 3.0 fähig ist, mit einem 16 Pin High Power direkt 16 Pin liefert für die Grafikkarte, könnt ihr an dieses beigelegte Kabel bei der Grafikkarte eben diesen Lian Li Streamer Plus als Extend, als RGB-Extension anschließen und das RGB genießen direkt mit 600 Watt übers Kabel. Für viele Leute, die aber eben noch nicht ein ATX 3.0 zertifiziertes Netzteil haben und kommen zwangsläufig mit 888-Pin, muss man auf die Version greifen 12 plus 4-Pin auf 3x4-Pin und hat hier die Möglichkeit mit maximal 3x4 Pins. Das ist sehr wichtig, denn viele Grafikkarten haben 4x8 Pin. Hier Vorsicht, also für viele Leute ist das Kabel gar nichts. Hat man die Möglichkeit, mit diesem 888-Pin direkt auf dem 16-Pin zu gehen. Und dann gibt es nochmal eine andere Variante, die auch direkt von 16-Pin auf 16-Pin geht. Und wie vorhin erwähnt, gibt es dünnere 16-Pin-Kabel, die sind ungefähr so breit. Und viele Leute möchten aber mehr RGB haben. Lian Li hat auch daran gedacht, das 16-Pin-High-Power-Kabel, also von 16-Pin auf 16-Pin, gibt es als zwei unterschiedliche Varianten. Wir sprechen hier von Lanes, die geliefert werden. Sprich, das eine Kabel ist so wie ein damaliges Dual 8-Pin-Kabel von den RGB-Lanes her und das Triple 8-Pin, beziehungsweise das breitere, also das, was von 16-Pin auf 16-Pin geht, in der breiteren Variante verhält sich genauso wie ein Triple 8-Pin von damals und hat mehrere Lanes. Ich will mal ganz kurz auf diese Lane-Geschichte ein bisschen eingehen, das ist nämlich ein sehr wichtiger Aspekt. Die nennen es Light Guides, nicht Lanes, Entschuldigung, ich nenne sie immer Lanes, finde ich irgendwie veranschaulichender. Wir haben 12 Light Guides bei dem breiteren Kabel und wir haben 8 Light Guides bei den dünneren Kabel sozusagen. Und beide Kabel sind in der Software automatisch erkannt, denn je nachdem, ob ich 888-Pin eben einstelle oder eben
Oder eben das Dual 8-Pin habe ich hier die Möglichkeit, die Kabel ordentlich anzusteuern. Ob hier softwareseitig von Lianli nochmal ein Patch nachkommt, weiß ich nicht. Ich habe die Kabel vorab bekommen. Ich habe das Ganze mir in der aktuellen L-Connect-Revision Software angeschaut. Hier konnte man nur nicht separat einstellen, dass man 16-Pin High-Power-Anschluss hat. Zu der Sicherheitsthematik will ich auch ganz klar eingehen. Also Lianli hat sich hier was Ordentliches bei gedacht und erst die ganzen technischen Problematiken abgewartet, um zu schauen, worin liegt eigentlich das Problem. Und zwar der 16-Pin-High-Power-Anschluss muss vor einem Bending geschützt werden. Der 16-Pin-Power-Anschluss muss ordentlich reingesteckt werden vom Benutzer. Das Ganze bleibt euch überlassen. Aber hardware-seitig hat Lianli hier eine zusätzliche Absicherung, ich werde es euch hier nochmal einblenden, without insulation, also ohne diese zusätzliche Sicherung und with insulation protection, auch nochmal sichergestellt, dass dieses Kabel ordentlich eingesteckt werden kann, beziehungsweise auch durch eine leichte Biegung nicht gleich aus den aus den Anschluss eben rausgerissen wird und somit Kontaktverluste entstehen und womöglich eben Schaden entsteht. Lianli hat das Ganze sehr schön gemacht. Es gibt aber hier ein Problem, was ich auch gleich erwähnen möchte, was ich leider selber persönlich hatte. Und zwar wurde das Kabel auch nochmal zusätzlich abgesichert durch so ein Plastikdreieck am 16-Pin-High-Power-Anschluss, um das Banding zum einen zu vermeiden. Allerdings hatte ich zum Beispiel bei einer RTX 4070 Ti Aorus Master, wo der 16-Pin-High-Power-Anschluss mehr in die Grafikkarte reinwandert, Probleme, dieses dicke Dreieck, nenne ich es mal, was um den 16-Pin-High-Power-Anschluss geht, richtig reinzustecken. Denn hier bin ich an die Lamellen von dem Lüfter gestoßen. Das Ganze betrifft, soweit ich weiß, ausschließlich diese Grafikkarte. Bei den ganzen Strix-Karten und anderen Modellen kommt man da recht ordentlich zum 16-Pin-High-Power-Anschluss. Denkt aber bitte daran, falls ihr das Ganze so machen möchtet wie ich. Ich musste dieses Dreieck wirklich entfernen, um das überhaupt anzuschließen. Ich rate euch definitiv nicht dazu. Oder ihr wisst genauestens Bescheid, dass hier die Problematik einfach die des Bandings ein bisschen vom Kabel ist. Ich gehe dann doch eine ordentliche Leistung drüber und schaut, dass, wenn ihr das Kabel entfernen müsst oder dieses Dreieck, das Ganze reinsteckt und dann eben ganz klar darauf achtet, dass das Kabel nicht irgendwie so runtergeknickt wird, sondern wirklich eine schöne Kurve von der Grafikkarte wegmacht, dass hier keinerlei Kräfte auf die internen Kabel wirken können. Die RGB-Effekte sind nicht stehen geblieben bei Lianli. Wir haben uns die Lianli Unifans AL hier auf dem Kanal auch angeguckt, die neue Revision. Die L-Connect 3 Software ist gewachsen, sie hat mehr RGB-Effekte bekommen. Natürlich betrifft es auch die Lianli Streamer Plus Kabel, die wir heute hier haben. Das Ganze ist mega geil. Wir werden uns auch hier ein paar Nahaufnahmen natürlich geben von den jeweiligen RGB-Effekten und ein bisschen in die Software reinschauen gleich. Ein kleines Wort will ich auch nochmal zu dem Anschlussverfahren verlieren. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist wirklich echt gut und gleichzeitig, ja, es ist einfach nur gut, würde ich jetzt mal sagen. Also der Controller ist derselbe geblieben, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein 16-Pin-Streamer-Kabel, also vorher schon 888-Pin zum Beispiel hattet und 24-Pin ATX, habt ihr schon die Lianli L-Connect Box für die Streamer-Kabel. Hier kann man das 16-Pin-High-Power-Kabel einfach austauschen durch das vorhandene 888-Pin oder Dual-8-Pin, was man hat. Denn mit der Controller-Box, die beim 24-Pin ATX dabei war, beziehungsweise beim 888-Pin, kann man hier den 16-Pin-High-Power-Anschluss Streamer direkt auch reinstecken und diesen lediglich umkonfigurieren. Dort ist ein Dip-Switch-Salter und der ist dafür da, um eben die Lane-Anzahl oder Light Guides, so nennt es Lianli, eben umzustellen. Das Ganze sollte man machen. Wenn man hier das dünnere Kabel hat, muss man hier auf die alte Dual 8-Pin Version Box schalten sozusagen. Und wenn man das breitere Kabel hat, muss man hier auf die alte 888-Pin Version schalten, damit auch alle Lanes bzw. Light Guides komplett angeschlossen werden. Diese ganzen Vorteile sind da, plus die sind auch nochmal zusätzlich mit dem neueren, mit der neuen Revision von den V2-Kabel versehen. Sprich, wir haben hier noch dünnere Schalen, noch schöneres RGB, was zusätzlich auch noch von der Seite rausstrahlt. Nicht nur das, es sind Umbaukits immer dabei, damit man das Ganze auf weiß und auf schwarz umbauen kann, finde ich persönlich auch sehr geil. Und ein Produkt, was ich auch schon bei den Lianli Unifans AL-Video gezeigt habe, aber hier nochmal zusätzlich zeigen möchte,
ist, Lian Li hat an alles gedacht, selbst an Leute, die zu wenige USB-Anschlüsse auf dem Mainboard haben. Gibt es jetzt ein USB 2.0 1 zu 3 Hub? Wir haben hier nämlich dieses Kabel, die Anschlüsse, die uns auf dem Mainboard sehr oft fehlen, weil wir hier Controller, da Controller, RGB-Controller, noch mehr RGB-Controller, verwandelt Lian Li einfach mal so in einem dreifachen Anschluss an USB und wir haben hier die Möglichkeit, drei eigene Controller anzuschließen. Mega geil nachgedacht, mega geiles Produkt, wenn ihr mich fragt. Einzige Anmerkung, die ich hier habe, ist, hier bitte aufpassen, bei Lian Li ist es so, dass die meisten Controller ihr kompletten Strom oder den meisten Strom vom USB, vom SATA-Anschluss herziehen. Viele andere AIOs von Konkurrenten und ziehen leider auch sehr viel Strom über das USB. Und hier ist es kein aktiver USB-Hub, den wir haben, sondern es ist lediglich wirklich ein Splitting auf den USB-Anschlüssen von dem einen Anschluss vom Mainboard. Somit könnten hier Probleme entstehen mit anderen AIOs. Bei Lian Li ist alles, wie gesagt, gecheckt, geprüft, kontrolliert. Alles läuft über den SATA-Strom und hier kann man die Controllerboxen einfach so anschließen. Endlich habt ihr eure Lian Li Streamer Plus Kabel gesehen. Ich werde euch auch noch ein paar Minuten hier an RGB-Effekten noch da lassen, damit ihr nochmal einen Einblick bekommt, auch in die Software, wie man das alles einstellen kann. Ein kurzes Wort zur Software will ich auch nochmal loswerden. Die Lian Li Software hat sich wahnsinnig gebessert. Also wir kennen es von Anfang an, hier und da, Kinderkrankheiten, startet nicht mit dem System, zeigt die CPU-Temperatur an und solche Sachen. Das Ganze ist passé. Mit der aktuellen Version, die ich hier getestet habe, mit den Streamern und mit den Lian Li Unifans, hat sich das alles wahnsinnig gebessert. Neue Effekte sind dazugekommen, funktioniert alles extrem gut. Auch die Lüfterkurveneinstellung, die ganzen Temperaturen auslesen, 1A. Eine Sache gibt es immer noch nach wie vor, mit der ich konfrontiert worden bin, und zwar dieses Updating von der Firmware und das Updaten von der Software funktioniert noch nicht so wirklich. Das muss man nach wie vor alles manuell machen. Lasst mich in den Kommentaren eure Meinung zu den Streamern Kabel ab. Werdet ihr zu dem 16-Pin Hypower Streamer wechseln? Wenn ja, welche Version und wieso, würde mich auch noch interessieren. Und wie es bei euch läuft mit der Software, wäre ein wahnsinnig tolles Feedback, damit ich hier auch mal sehe, wie läuft es denn bei den anderen Leuten und nicht nur bei mir. Die Produkte sind natürlich hier unten verlinkt, die gibt es alle bei Case King. Dankeschön auch nochmal für die Unterstützung von Lian Li bzw. von Case King in dieser ganzen Geschichte, dass wir heute dieses Produkt hier vorstellen können. Tagesaktuelle Preise wollte ich jetzt noch nicht nennen, weil die planen sich dann immer irgendwie irgendwo ein und mal schauen, wie da die Nachfrage ist und das Angebot und die Verfügbarkeit, ihr kennt es ja, deswegen keine Preise hier heute genannt. Hier unten einfach reingucken bitte in die Links, was die aktuell kosten. Vielen Dank dafür. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und vielen Dank. Ciao.